Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Starfield. Yes, yes, ja. Wir sind hier in Apex Electronics irgendwie gelandet. Ignoriere mich einfach. Ich ruhe mich nur kurz aus. Gemütlich der Laden, oder? Mir gefällt es hier. Nicht viel los hier, oder? Mag sein. Aber das ist gar nicht schlimm. Besser als der Lärm und der ganze Trubel da oben. Was machst du hier so? Oh, Henrik ist ein alter Freund von mir. Ich helfe hier gelegentlich aus. Aber ich lungere nicht einfach nur herum. Ich bin auch selbst unternehmerisch tätig. Ich würde gern mit dir ins Geschäft kommen. Ich bin sehr altmodisch. Ich gebe mich nur mit Partnern ab, die ich kenne und denen ich vertraue. Aber wenn du mir einen kleinen Gefallen tust, würde das mein Vertrauen in dich stärken. Du musst nur in Red Mile ein Paket für mich abholen und es mir bringen. Du musst nicht einmal mit jemandem interagieren. Was ist in dem Paket? Der Inhalt muss dich nicht interessieren. Jedenfalls ist es keine Schmuggelware, falls du das denkst. Okay. Wenn du dich unwohl dabei fühlst, lehn einfach ab. Worum geht's überhaupt bei deinen Geschäften? Darüber darf ich noch nicht sprechen. Aber ich versichere dir, es ist lukrativ. Das klingt nicht nur ein bisschen zwielichtig, Alter. Klar, was soll ich machen? Fantastisch. Dann erwarte ich dich. Bleib sauber. Lunge hier nicht rum, ja? Das kann ich nicht ausstehen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe, aber sieh dich ruhig um. Viel Angebot gibt's hier nicht gerade. Nö. Ganz klar, in letzter Zeit läuft's nicht gut. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ich schlage mich schon so lange durch, das ändert sich nicht so schnell. Einen Elektronikladen hätte ich auf dem Unterdeck nicht erwartet. Ach ja? Glaubst du etwa, die Leute hier unten können sich keine Elektronik leisten? Ja, genau das. Das höre ich ständig. Schon klar. Den Mist darf ich mir viel zu oft anhören. Wenn du noch mehr Kommentare hast, behalt sie einfach für dich. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Ach, schon gut. Denk nur einfach ein bisschen besser nach, statt alles zu sagen, was dir in den Kopf schießt. Ich gehöre zu SNN und würde dich gern zu deinem Geschäft befragen. Was? Von SNN? SNN. Schön, aber keine Einzelheiten. Ich will ja meine Geschäftsgeheimnisse wahren. Wie ist die Lage derzeit auf dem Unterdeck? Scheiße, was glaubst du denn? Das Leben hier unten ist eine Katastrophe und das wird sich auch nie ändern. Kannst du mir ein bisschen mehr über dich erzählen? Ich heiße Henrik. Mir gehört Apex Electronics. Mehr sage ich der Lügenpresse sicher nicht. Wie läuft es aktuell bei Apex Electronics? Die Tür ist noch offen, oder? Das werte ich als Erfolg. Tut mir leid, wenn du dir was Blumigeres erhofft hast. Es sollte fürs Erste reichen. Klasse! Und jetzt greif mir doch ein wenig unter die Arme und kauf was. Eine Hand wäscht die andere. Ja, zeig mal, der was das ist. Der Lagerbestand ist, wenn dir was ins Auge springt, sag Bescheid. Wenn mir was ins Auge springt, gehe ich zum Arzt. Oh, Digi-Dietriche. Die nehmen wir einfach alle mit. Das sind alles Komponenten, was er hier verkauft. Oh mein Gott. Ein Stift. Thank you.
Ich guck bei jedem Händler, ob ich, ey, dieses, dass das hier so klein ist, das ist so unfassbar arschig, Alter. Schiffsteile, die waren okay. Pass auf dich auf. Ja, Digi-Dietriche nehmen wir immer mit. Wenn wir Digi-Dietriche irgendwo sehen, Freunde. Ich hab bald Pilotenprüfung. Ich lerne wie blöd. Hab ewig keinen Sonnenuntergang gesehen. Glaubst du, die Deimos Sternwerft stellt mich an? Ach, was rede ich? Natürlich! Ich bin die Beste! Bist du Pilotin? Ich arbeite daran. Ich mache die UC Vanguard-Prüfung, spare auf mein eigenes Schiff und so. Es dauert nur ein bisschen länger als gedacht. Ah, ich bin selbst nicht ganz unbedarft im Fliegen. Wow, Superstar. Was machst du dann hier unten? Ich wäre dann garantiert nicht mehr hier. Was kannst du mir über das Unterdeck sagen? Essen gibt's bei Kai. Abgedrehte Atmosphäre gibt's bei Jake. Du willst dich leer fühlen? Dann hol dein Gepäck und zieh ein. Aber im Ernst, hier herrscht 50% Nord und 100% Verzweiflung. Cool. Deswegen haue ich ab. Das ist wie Berlin. Die meisten Leute, die hier aufwachsen, bleiben hier. Weil es alles Loser sind, die nur ein Ziel haben, es bis zum Wochenende zu schaffen. Ich habe Pläne, Ambitionen. Ich brauche nur eine Chance. Ciao. 100 Pro hat irgendeiner... Hat irgendeiner irgendwie Bedarf für einen Piloten? Und so sind meine Eltern hier gelandet. So, komm, wir melden jetzt erstmal. Ich glaube, ich habe... Wie heißt das noch? Hühneraugen? Ja, okay. Die habe ich. Das ist die Polizeistation? Wow. Auf dem Unterdeck wird's für uns nie laufen. Für einen Posten im Botschaftsdistrikt würde ich alles geben. Ich möchte eine Straftat melden. Ja, dafür sind wir hier. Worum geht's denn? Was ist los? Der UC Surplus soll ausgeraubt werden. Den UC Surplus? Wirklich? Ist schon lange her, dass jemand so bescheuert war, den Laden auszurauben. Warum versucht sonst niemand, den UC Surplus auszurauben? Erstens, weil der Laden zum Militär gehört. Niemand will sich die UC zum Feind machen. Und zweitens ist der Typ, der den Laden betreibt, voll hart drauf. Er knallt Diebe ohne zu zögern ab. Ja, ich habe in seinem Laden einen Stift aufgehoben und er ist gerannt. Theresa Mason hat mich geschickt, ich bin sicher. Ach ja? Niemand auf dem Unterdeck ist so zuverlässig wie Theresa. Wenn sie das sagt, glaube ich es. Sag ihr, dass ich mich persönlich darum kümmere. Das beruhigt sie bestimmt. Wenn die Diebe die Security sehen, kriegen sie Muffensausen. Okay. Hätte das zu sein sollen? Hätte ich hier gar nicht reinkommen dürfen? Das weißt du nicht von mir, aber die Ecliptic-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktionen. Freestar Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher sollte man zu Sternenstaub verarbeiten. Ich würde gern
der UC Security beitreten. Freunde, das wär's doch, oder? Ein paar Notizbücher. New Atlantis Security, aber das ist Stehlen. Helden Boden Crew. Man weiß ja nie. Alright, alright, alright. Ich finde es übrigens, das fühlt sich weird an, irgendwas in dem Game aufzuheben. What the fuck? Fehlender Name? Was ist das? Diese Spacer. Sie sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen und morden. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen. Was ist das? Ich kann es auch nicht mitnehmen. Also es hat einfach... Was ist denn das? 294 Millionen, 4... Milliarden? Ich will das auf meinem Schiff haben. Menschen der Untercrew. Stadt. Unterstadt-Crew. Der Tresor, den wir von den Brando-Brüdern beschlagnahmt haben, steht immer noch im abgeriegelten Hof. Das ist unsere bisher größte Verhaftung, aber das Sicherheitsbüro da oben interessiert sich nicht dafür. Ich glaube, die wollen ihn lieber hier unten behalten, damit es so aussieht, als würden wir jede Woche irgendjemanden verhaften. Tatsächlich können wir uns nicht mal eine Überwachungskamera für den Hof leisten. Der Tresor ist ein Sicherheitsrisiko. Okay. Das ist der Tresor, ne? Ja, aber das ist Meister. Okay, mit dem können wir nicht quatschen. Was ist das? Das ist doch ein Fehler im Game, oder? Du kannst mir noch nicht erzählen. Das hat Masse 0, da ist einfach der Name fehlt. Und das hat einen Wert von was? 4 Milliarden? 294.967.295?
musst auf diesem Planeten keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Du trägst doch selber einen. Freunde. Irgendwann müssen wir nochmal hier runterkommen. Und dann müssen wir diesen Gegenstand mitnehmen. Hallo? Die Tür geht nicht auf. Okay, das funktioniert so nicht. Du hast früher beim Militär gedient. Tja, dann blamier deine alte Truppe nicht und mach keinen Blödsinn. Ich habe alles im Griff. Danke für den Tipp. Bitte. Okay. 100 Pro sagt sie jetzt einfach, ey, dafür bekommst du ein Essen umsonst. Hallo? Hallo? Das ging schnell. Wie lief es mit Officer Endler? Ich soll dir sagen, dass er persönlich bei euch auf Patrouille gehen wird. Ich wusste, auf ihn ist Verlass. Er regelt sowas immer auf sehr faire Weise. Danke für deine Hilfe. Es beruhigt mich sehr, dass die Security da unten patrouilliert. Ich würde mir gerne die Karte ansehen. Wenn wir es haben, bekommst du es auch. Überbackenes Patty. Ey, für 15 Gesundheit kostet 295. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Mhm, cool. Erzähl ruhig weiter. So, warte mal, hier haben wir uns umgeschaut. Da kommen wir nicht rein. Hier ist das Unterunterdeck. Ne, ist es nicht. Doch, hier ist eine Tür. Wer bist du denn? Stimmt total. Auf dem Unterdeck gibt es sehr viel zu tun. Wir bieten verschiedene Hilfsprogramme, von Geld zu Lebensmittelspenden. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Perfekt. Ich suche zufällig gerade jemanden, der mir bei etwas hilft. Rein zufällig. Hauptsache die Bezahlung stimmt. Die Bezahlung ist angemessen. Niemand sollte kostenlos arbeiten müssen. Richtig. Auch nicht fürs Allgemeinwohl. Also der Auftrag. Du musst einen Mann namens Tahir von der Krankenstation abholen. Er erholt sich von einigen Verletzungen und braucht Hilfe, um in seine Wohnung zurückzukehren. Hol ihn ab, besorg ihm etwas zu essen und bring ihn nach Hause. Kann er nicht allein nach Hause gehen? Leider nicht. Es dauert eine ganze Weile, bis man sich von so etwas vollständig erholt hat. Die meisten Menschen haben Verwandte und Freunde, Tahir aber nicht. Und er ist jung und sehr stolz, weshalb er keine Hilfe von der UC Security annimmt. Woher kommt Tahir? In einem der ärmeren Bezirke, wo die Kinder Fußball spielen. Bring ihn dahin, das sollte reichen. Tahir ist stolz, er soll sich nicht von dir abhängig fühlen. Du gibst ihm bloß einen Schubs in die richtige Richtung. Warum bekommt er von der UC keine Hilfe? Heikles Thema. Tahir hatte schon öfter Probleme mit der UC Security, wegen Vandalismus, Diebstahl und Prügeleien. Schön. Und er gibt den UC die Schuld an den Bedingungen auf dem Unterdeck und an seinen persönlichen Problemen. Und da er keine Hilfe von den Behörden annimmt, springt eben das Haus ein und unterstützt ihn. Werde ich machen, fuck it. Klasse, du findest ihn in der Krankenstation. Er hat sicher Hunger, bring ihn nach dem Abholen also erst einmal zu Kai. Sie hat schon ein Essen zum Mitnehmen vorbereitet. Und danke. Danke für deine Hilfe mit Tahir. Und sag ihm bitte nicht, dass ich dich schicke. Wer bezahlt das alles? Nun, wir lassen keine Spendendose umgehen oder sowas, wenn du das meinst. Aber wir sind durchaus auf Spenden angewiesen.
die wir so sparsam wie möglich einsetzen, wie du anhand der Umgebung hier vielleicht siehst. Aber Gitter, ich bin dafür bekannt, ein strenges Regiment zu führen. Manchmal bin ich vielleicht etwas zu streng. Niemand arbeitet gern für Leute, die viele Vorgaben machen. Kurzfristig erzielt man Ergebnisse, aber langfristig hat das seinen Preis. Im Geschäftsleben ist das normal. Wenn du ein besseres Arbeitsumfeld schaffen möchtest, können wir dich beraten. Wir haben viele der erfolgreichsten Arbeitgeber analysiert und uns angesehen, was Erfolg hat. Aber ich muss dich warnen. Deine Crew wird vielleicht zufriedener sein, aber sie wird anders arbeiten. Also hier kann ich das auch entfernen lassen. Warum ist ein Arbeitgeber so schlecht? Ich muss darüber nachdenken. Sicher. Komm wieder, wenn du daran arbeiten willst. Denk daran, ihm unterwegs bei Kai etwas zu essen zu holen. Was ist denn das Haus der Aufklärung? Anfangs waren wir eine intellektuelle Bewegung von Atheisten. Mit zunehmender Zahl konzentrierten wir uns mehr auf humanitäre Arbeit. Wir wollten zeigen, was die Menschheit gemeinsam erreichen. War sowieso vorhin. Nettes Gespräch. Nettes Gespräch, danke. Die Geschichte der Sterne. Und das wäre alles stehlen. Das ist ja scheiße. Danke für deine Hilfe mit Tahir. Und sag ihm bitte nicht, dass ich dich schicke. Warum bedankt er sich für die Hilfe mit Tahir? Ich habe noch gar nichts gemacht, Alter. Return book to Tommy. Neons Gangkultur. Jake und die Enu, Teil 1 und 2. Ich würde das gern aufmachen und gucken, ob wir darüber vielleicht irgendwelche Aufträge bekommen. Vor allem, oh, ein Stuhlkreis. Oh, die meinen das ernst. The fighting may have ended, but many hearts are still waging war. Lay off the booze. Dies wird woanders freigeschaltet. Okay, wir schauen uns erstmal weiter um. Hier war Security. Ich muss mir ein Hobby an der frischen Luft suchen. Tracker-Allianz-Agent? Hey, willst du für die Tracker-Allianz ins Kopfgeld-Business einsteigen? Oh ja. Dann such dir bei einer der Auftragsbörsen in der Stadt einen Auftrag aus. Es ist nicht jeder für den Job gemacht, aber wenn du dich an unser Motto hältst, kommst du klar und verdienst dir Credits. Keine Gnade, keine Gefangenen. Was ist die Tracker-Allianz? Wir sind einfach eine Allianz von Kopfgeldjägern. Manche teilen Ressourcen, manche arbeiten solo. Aber die Organisation macht es uns allen leichter, unsere Arbeit zu machen. Und sie legitimiert sie. Wir üben keine Selbstjustiz, sondern sind Teil des Systems. Dude! Die verschiedensten Menschen beauftragen uns, Flüchtige aufzuspüren. Wir finden diese Flüchtigen und kümmern uns um sie. Hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Ich habe eine, die ich dir erzählen kann. Ich musste mal eine von uns aufspüren. Eine Frau, mit der ich befreundet gewesen war. Sie hat uns verraten. Wir haben Listen mit allen Mitgliedern samt Kontaktdaten, die natürlich geheim sind.
Sie hat sich in unsere Systeme gehackt und die Listen meistbietend zum Verkauf angeboten. Viele Leute würden töten, um an diese Informationen zu kommen. Ich musste sie finden und aufhalten, bevor sie an den ersten Kunden liefern konnte. Ich sage dir, es ist nicht leicht, jemanden zu jagen, der alle deine Taktiken und Techniken kennt. Aber ich habe sie gefunden. Und zum Schweigen gebracht. Was heißt denn Taktiken und Techniken? Ist doch egal, ob einer deine Taktiken und Techniken kennt. Du musst ihn nur finden und erschießen. Ich suche nach Kopfgeldaufträgen. Könntest du mir sagen, wo ich welche finde? Ja, aber eins muss dir klar sein. Die Kopfgeldjagd kann knifflig sein. Bereite dich also gut vor, bevor du loslegst. Wenn du glaubst, du hast das Zeug dazu, findest du in Auftragsbörsen eigentlich immer Jobs der Tracker-Allianz. Bezahlt wird bei Abschluss der Mission. Ich helfe dir beim ersten Schritt, aber dann musst du alleine klarkommen. Halt dich einfach an unser Motto. Keine Gnade, keine Gefangenen. Kannst du mir mehr über die Auftragsbörsen erzählen und wo ich sie finde? Natürlich. Du findest in jeder großen Stadt und auch in manchen kleineren Siedlungen Auftragsbörsen. Da werden alle möglichen Jobs angeboten. Auch Kopfgeldaufträge von der Tracker-Allianz. Meistens in der Nähe von Weltraumhäfen. Such einfach in den Bars, in denen Reisende und Freelancer wie du gerne abhängen. Kleiner Tipp. Bei den Auftragsbörsen wirst du nach Abschluss garantiert bezahlt. Absolut zuverlässig. Nicht wie, wenn dir ein Säufer einen zwielichtigen Job anbietet. Ich will wissen, ob auf mich ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Auf dich? Das wäre mir neu. Obwohl ich gehört habe, dass jemand Jäger bezahlt, um einige besondere Ziele loszuwerden. Mal sehen. Ja, da ist dein Kopfgeld. Herzliches Beileid. Trotzdem muss das ein Fehler sein. Ich kann das klären, wenn du bereit bist, dich dafür von ein bisschen Geld zu trennen. 3000 Credits sollten reichen. Fuck you. Schon gut. Okay, sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Aber es ist gut zu wissen, dass wir hier... Es ist gefährlich da draußen. Sei auf der Hut. Wir haben ja dieses Perk, dass wir gesucht sind, dass ab und zu Kopfgeldjäger kommen. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Nächstes Mal suchen wir uns ein leichteres. Tut unauffällig, die Security kommt. Den Plan können wir vergessen. Vorzugsweise die alten Anlagen aus dem Koloniekrieg. Okay, da waren wir, da waren wir noch nicht. Hier kommen wir nicht rein. Vesco steht im Weg. Schauen wir als nächstes hier rein. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Yep. Ist das dein Schiff, das da gelandet ist? Ziemlich schickes Teil. Hi. Bist du rein zufällig? Die Waren beschaffen, die sonst niemand hat. Bist du rein zufällig eine Redaktionärin? Willkommen bei der Handelsaufsicht. Guten Appetit. Wenn du aus aufrichtigen Gründen hier bist, helfe ich dir sehr gerne. Bist du aber unter falschem Vorwand hier, zum Beispiel von Miss Zeng vom UC-Vertriebszentrum geschickt, dann wirst du hier nichts Illegales zu berichten finden. Und dann bitte ich dich, sie aufzufordern, diese albernen Spielchen zu beenden. Also, was darf's sein? Eine seltsame Art, sich vorzustellen. Mag sein. Doch ich bin überzeugt von meinem Geschäft und lasse mich nicht einschüchtern. Bitte, lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Warum bist du hier auf dem Unterdeck? Wir waren schon in New Atlantis, als die meisten Sachen oben noch gar nicht gebaut waren. Es gibt jede Menge Infrastruktur, viele Lagermöglichkeiten und diskreten Zugang zum Raumhafen. Da ist es logisch zu bleiben. Das hat den gar nicht mal so negativen Effekt, dass Leute aussortiert werden, die bei Geschäften etwas zaghaft sind. Was genau macht die Handelsaufsicht? Das sagt doch eigentlich schon der Name. Wir beaufsichtigen den Handel in den besiedelten Systemen. Unsympathisch, ich würde die gerne erschießen. Massengut, spezielle Objekte oder individuelle Anfragen. Wir sorgen dafür, dass alles an sein Ziel gelangt. Wir haben überall in den besiedelten Systemen Schiffsrouten und mit nahezu jeder wichtigen Firma oder Fraktion zu tun.
Ich bin wegen eines Kunstwerks hier. Samson Zibrail schickt mich. Ah ja, ich habe dich schon erwartet. Hier ist dein Paket. Keine Sorge, die Eigentumsdokumente sind schon angepasst. Was soll das heißen? Nichts, gar nichts. Moment mal! Die Eigentumsdokumente sind schon angepasst. Bro. Das ist geklaut. Dann mache ich mich auf den Weg. Danke für deinen Einkauf. Ich bin an Arbeit für die Handelsaufsicht interessiert. Kommt darauf an. Wenn du ein Schiff hast und dir nicht so schade für Frachtflüge bist, haben wir vielleicht Arbeit. Sonst musst du etwas genauer werden. Wir schreiben über die Auftragsbörsen in der Stadt immer Frachtaufträge aus. Hm. Sieh sie dir an. Unsere Jobs werden gut bezahlt, sagt man. Und falls du nach etwas anderem suchst, tja, dann kann ich dir nicht helfen. Ich würde gern sehen, was du im Angebot hast. Natürlich, natürlich. Natürlich. Digi Dietriche. Nehmen wir mit. Drei Medipacks. Ich werde gerade angerufen. Herzseitiges Jagdgewehr. Ey, haben wir so ein Teil nicht gefunden? Ich find's auch geil, wenn jemand einen anruft, wenn man dann einfach... Hier, guck mal. Ey, das ist doch geklaut. Warte mal. Ey, ich kann dir das verkaufen. Und dann kann ich's zurückkaufen. No way, dass das funktioniert wie früher. I love it. Geklauter Gegenstand. Einfach dubios an jemanden verkauft, dann wieder zurückgekauft für dasselbe Geld. Also plus minus null und es ist nicht mehr geklaut. Ist das geil? Hier. Mech-Komponenten. Zurückkaufen. Bumm. Hat mich sehr gefreut. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Mech-Komponenten. Sieht aus, als wäre das ein Quest-Gegenstand oder irgendwas. Meinte ich, kann die... Hi. Meinte ich, kann die Geodenskulptur von ihr klauen? Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Und dann an sie verkaufen? Kann ich mir leisten. In der Welt des Handels ist es gerne doch. Scheiße, 81 nur. Die Handelsaufsicht dankt dir für deinen Besuch. Ah, Freunde. Wie es hier weitergeht, das seht ihr schon in der nächsten Folge von Starfield. Wahnsinn, wir
ja, werden quasi von einem Auftrag in den nächsten geschleudert. Und natürlich sind es hier alles nur so diese typischen Anfangsquests und so. Später werden wir große Quests haben, wo wir viel, viel Morde begehen werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf das Ganze hier habt. Ist ein riesiges RPG. Und hinterlasst mir gern einen netten Kommentar. Das hilft mir, dem Kanal und letztlich dann auch dir weiter. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.